Hallöchen Leute und ein freundliches guten Tag und Hallo. Ich mache jetzt hier weiter mit Omerta und ich gucke mich jetzt erstmal wieder, ob ich hier wieder reinkomme. Genau, wir mussten 5000 sauberes Geld sammeln, was ja relativ automatisch passiert durch die ganzen Apotheken. Haben wir noch großartig was zu erledigen? Schutzgeld. Ich Ja, beeile so. mich, Boss. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Buchhalter. So. Aha. Effizienz. Naja. Darauf trinke ich ein. Bietet ihr einen Kredit von 5000 an, bla. Nee, kauft Schusswaffen. Der bezahlt immer so wenig dafür. Nee, komm, lassen wir's. Hallo Freund, schweren Herzens muss ich dich um Hilfe bitten. Die dämlichen Bundesagenten haben einige meiner Verstecke gefunden. Sie haben garantiert von einem meiner Bolschewikenfeinde Ja, sich die Hände passt schmutzig zu schon. machen. Ich würde sagen, so kriegt man gute Kontakte, wenn man sowas denen verkauft. Dem kaufe ich auf jeden Fall sowas nicht mehr ab. Ja, dreckiges Geld haben wir genug. Das ist jetzt bald auch soweit. Also, es müssten wir jetzt eigentlich nur noch warten. Ich Und hab ihnen die Marmelade aus dem Krapfen gedrückt. ich würde sagen, ja, halt keine Aufmerksamkeit mehr erregen, großartig, sondern diese 60, du hast gewonnen. Ich sag doch, wir mussten nur noch kurz ein bisschen warten. Und dann würde ich schon sagen, Virginia Avenue. Leute. Ich habe Louis Castaneda gesagt, wir können nicht ständig für ihn seine Besorgung machen. Ich habe ihm klargemacht, dass wir eigene Geschäfte haben, um die wir uns kümmern müssen. Unsere letzten Besorgungen brachten ihm sicher mehr Geld ein, als er selber verdient. Er hat um einen letzten Gefallen gebeten: Virginia Avenue aufräumen. Ich sage, wir erledigen das schnell und widmen uns dann unseren eigenen Geschäften. An die Arbeit! Alles klar. Die Frage ist nur, ob der uns so einfach gehen lässt, weil er glaube ich eher nicht dran. Warum sollte er auch? Also, Ich habe dir ein paar Muscheln geschickt. Erledige den Job gut und es wird mir kommen. was? Und es wird mehr kommen. Oh Gott. Ich habe gerade falsch verstanden. Ich habe den Satz gerade falsch verstanden, aber egal. Ich möchte, dass du dir. Was? Ich möchte, dass du dir um das Säubern des Gebietes Sorgen machst und nicht ums Geld verdienen. Jetzt geh da raus und kümmere dich für mich um die örtlichen Ganoven. Erforsche den Distrikt, bla bla bla. Oh! Der wird mir regelmäßig Geld zuschicken. Okay. Big Man. Vielleicht kann ich ja dich. Nee. Eine Pause für den Boss. Funktioniert leider doch nicht, wie ich dachte. Wer hat nach einem Arzt gerufen? Und das. Niemand erledigt Dinge so wie ich. Oh Gott, jetzt was kann ich jetzt Scharfschütze? Ach, grün war glaube ich. Ah, genau, grün habe ich schon.
Blut ist schon gut genug. Flinke Füße, Initiative, Rachedurst. Reichweite ist nicht schlecht. Dann gucke ich mal hier weiter durch. Mehr kritische Treffer, Reichweite C. Nee, C, obwohl Gesundheitspunkte. Nee, ich will mal ein bisschen mehr kritische Treffer machen. Erhöht den Gewandtheitswert um einen Punkt. Rache. Haben wir nicht sowas, die den Mut bei dem auch wieder erhöhen? Wohl Adlerauge wäre für Dingens gut gewesen. Ach, egal. Das machen wir mal. Bewegungspunkte. Ach, Quatsch. Habe ich jetzt Fernkampfexperte reingehauen, nicht Nahkampfexperte? Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Ja, komm. Nahkampfexperte, Muskeltraining, ja, machen wir mal so. Habe ich ja viele Leute. Reichweite. Ja, jeder weitere Schuss, der hat nur zwei Schuss. Also, nehme ich lieber die Reichweite. Muskeltraining erhöht. Nahkampfexperte, ja. Messer, Princess Pistole. Luigi Fixit. Schrotflinte, aha. Und hier ein Revolver. Was? Okay. Aha. Aufschwung? Ach, jetzt habe ich schon neue Dinger. Ah, dann gucken wir mal später durch. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Kostet Schnaps. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Der Wolf ist zurück. Kleiner Laden. Nee. Erstmal Geschäftsräume und da mache ich eine Distille hin. Um genügend Kohle. Dafür riskiere ich was. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Information. Spendabler Kerl. Ja, mach du mal. Niemand erledigt Dinge so wie ich. Und ich hoffe jetzt mal langsam genügend Kohle zu bekommen. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Wow.
Lass das mal den Arzt machen. Ein Bier, ey. Ein Schnaps. Niemand erledigt Dinge so wie ich. Drei Schnaps. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Bier. Ja, irgendwo muss ich jetzt mal Bier herbekommen. Verkauft. Ja, wo kriege ich denn das günstigste Bier? Hier würde ich sagen, ne? Jetzt kommt's auf nach. Mein Schmugglerring ist momentan der größte in den ganzen USA. Aber ich versuche immer noch zu expandieren. Ja, komm, ich nehm von dir. Hat keine Angst vor. Wir haben viele Fragen gestellt und nur wenig Antworten bekommen. Es sieht so aus, als seien die hiesigen Schläger deutlich besser organisiert, als wir ursprünglich dachten. Denk an meine Worte, das hier ist der größte. Das hier ist größer, als Louis uns weiß machen will. Ich sage, wir sind vorsichtig und finden heraus, wer wer ist. Wir werden die normalen Leute auf unsere Seite bringen müssen, damit wir die Unterstützung bekommen, wenn wir zuschlagen. Dann müsste ich ja eigentlich beliebter werden, ne? Aber naja. Das will ich erstmal mit denen da reden. Der kostet 5 Schnaps. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden, Boss. Ein paar Raufbolde sind mächtig schnell auf dem Weg zu uns, Boss. Sieht aus, als würde es jemandem nicht gefallen, dass wir unsere Nase in die hiesigen Geschäfte stecken. Dann kämpfen wir mal. Aber ich glaube, ich tue da Devil gleich raus und nehme mir den Kerl mit der Schrotflinte, weil der sieht auch recht interessant aus. Moment. Okay, der ist jetzt Unterstützer. Ich komme rein, Big Ben, ja. Ach nee, nicht den Doc. Ach nee, der geht mir wieder auf die Nerven. Egal. Ist halt aber halt der Stärkste. Und Daredevil ist nicht so gut, finde ich jetzt mittlerweile. Zwar ein lecker Mädchen, aber sonst... Ich bin ganz cool. Der ist nicht so gut wie der hier... Unser großer... Dunkler Riese. Drück ich es mal so aus. Jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, da ist jetzt nichts. Da ist auch nichts. Die können nur durch die Tür reinkommen, ne? Was ist denn das hier? Was? Der ausgewählte Handlanger ist direkt... Okay. Ja, Problem ist, das dauert ja bis... Ach, da ist ja auch noch ein Durchgang. Na, dann wird man warten. Angst vor dem Wolf? Ich würde sagen, ich verkrümel mich hinter die Theke. Hatte ich von... was ist denn das? Granate. Okay. Eine Granate werfen? Was hat die denn für einen Radius? Ach nee, komm. Verkrüppelungsschuss. Aua! Hä, wo kommst du denn her? Standst du jetzt gerade neben mir? Ja. Ah, gibst du mir jetzt eine Antwort oder wie? Arschloch. Oh, was ist denn das?
Oh mein Gott, auf diese Entfernung. Also in deren Ernst. Also kommt man ja wohl da hinten rein. Ja, Boss. Habe ich da was übersehen? Wie willst du da reinkommen? Sind das Pisser? So, erstmal. Hier endet die Lektion. Ich bin ganz cool. Jetzt ist die Frage, wo komme ich denn am schnellsten hin? So. Und welcher von euch Spackus ist als erstes dran? Ah, dann kann ich ja nochmal zuschlagen. Zu weit weg? Bam! Ich brauche was zu trinken. Das war zu viel meiner Medizin für ihn. Boah, ich könnte jetzt schon kotzen, ne, wenn ich den höre. Was für ein Trottel. Jetzt muss ich das regeln. Lol. Ich schieße, du fällst um. Was du kannst, kann ich schon lange. Ja. Das war zu viel meiner Medizin für ihn. Naja. Ich kann ja jetzt mal testen, was das hier bringt. Ah, dann ist der direkt dran. Ah, okay. Ich brauche was zu trinken. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Na. Bin dran. Ich brauche was zu trinken. Ach, das ist Wolf. Der sollte Wolf bandagieren. Oh. Der kann gar nichts. Dieser ich Spaß. Bin ganz cool. Bin soweit, Boss. Haha, durch seine eigene Brandgranate gelaufen. Oh, und jetzt kann ich das nicht wieder machen. Oh. Super, jetzt kann ich ihn aber auch nicht diese Runde komplett nicht mehr verwenden. Das ist auch zum Kotzen. Also, den Wolf, weil er jetzt einen Arm gebrochen hat. Bin dran. Ich bin so viel besser als du. Ah, ist doch scheiße. Wenn eine 3 AP verliert, dann kann ich nur einmal schießen, dann bringt er mir gar nichts. Mit der Schrotflinte, genau. Pistole, Messer. Oh, wir haben mittlerweile die Gang fast zusammen. Also, nicht schlecht. Ein Bier.
Ah, der hat bestimmt die Mission gemacht, oder? Ah, nee, eher. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. So, jetzt haben wir erstmal schön viel Bier gekauft. Es ist ein freies Land, oder? Dafür riskiere ich was. Und wann schickt der Hampel mir endlich Geld? Keine Pause für den Boss. Weil so viel habe ich jetzt auch nicht mehr. Süßholzraspeln. Wo haben wir Apotheke, Kreditteil? Nee. Deputy. Ich glaube, ich brauche dafür noch einen kleinen Laden. Moment, das ist dieses Haus. Nee, ich brauche dafür eine Geschäftsstelle. Okay, ich mache es. Arbeit macht mich durstig. Oh mein Gott, ich habe nichts Neues erfahren. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Oh. Ist doch nicht normal. Okay, dann muss ich mich jetzt erstmal wieder um Geld kümmern. Banküberfall. Bauplatz? Okay. Klingt interessant. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Ah, Verstecklevel 2 brauche ich dafür. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich kein Geld mehr. Super, schöne Scheiße. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Nee, das muss nicht sein. Da, nee. Nee. Ich glaube, ich mache diesen Banküberfall mal. Und ich beeile mich, Boss. Endlich diesen Bauplatz. Oh, was kann ich denn da? Bordell. Generiert Gewinne mit so einem. Okay, Nachtclub. Klinik. Ah, okay. Aha. Casino. So, jetzt werden wir... Ah, doch wohl, ich habe ja den Hampel mit der Schrotflinte. Den will ich ja mitnehmen. Daredevil als... Ah, ich wollte eigentlich auch Daredevil loswerden, aber egal. Wir nehmen ihn jetzt mit... Ah, den Doc, aber der kann Leute heilen. Nehme ihn aber nicht mit, weil er mir auf die Nerven geht. So... Ein Nahkämpfer ist ja nie schlecht. Auch wenn er nicht so gut trifft, ist er ein bisschen ärgerlich. Was? Was? Oh Gott, der kriegt mir jetzt schon auf den Sack. Was? Was? Was ist denn das? Feind gesichtet! Hm. 6 AP. Ich kann da sowieso nicht. Ah, was ist denn das hier? Ah, okay.
Ach, fast schon. Zeit, es anzugehen. Oh mein Gott, der hat auch so eine hohe Präzision. Oh, was ist denn das? Nur einmal pro Mission einsetzbar. Ja, passt schon. Mein Zug. Okay, der sieht doch wie aus dem Polizist. Der kann halt nichts. Bin soweit, Boss. So, und... Ich schieße, du fällst um. Bam, los geht's. Okay, dafür war der Wolf jetzt eigentlich gerade nicht so schlecht. Irgendwie ist das die Sprachausgabe ein bisschen sehr laut. Ich kümmere mich um ihn. Ja, so. Ja, Boss? Ist er immer noch. Ich kümmere mich um ihn. Schon ein bisschen nervig sonst. Was? Was? Ich kann danach hier die Rauchgranate... Scheiße, ich komme hier hinten nicht mehr raus. Oh, nee. Mein Zug. Ach, eigentlich könnte ich den hier lassen. Und nachher, wenn wir abholen wollen. Bin soweit, Boss. Nicht abholen, abhauen wollen. Ich mach das kurz mit den beiden und die zwei sollen dann gleich hier in Deckung schon mal gehen, um halt die Leute zu beschießen, die gleich auf mich zukommen. Los geht's. Der Luigi, der kriegt ja auch alles ab. Zeit, es anzugehen. Bin dran. Alter Scholli. Ich bin ganz cool. Schön, schön. Wer ist der Nächste? Au, von dieser Entfernung? In Ordnung, dann los. Ja, Boss? Ich bin ganz cool. Ja, ich muss jetzt dahin. Ich würde eigentlich schon fast sagen, dass ich hier... In Ordnung, dann los. ...den als ganz hinten laufen lasse, weil der bin ist ja schon soweit, so am Arsch. Boss. Willst du nur bellen oder auch beißen? Oh, darüber werde ich einen Song schreiben. Ja, du willst auch über alles was schreiben. Ich muss reinkommen lassen. Au. Das sollen Gesetzeshüter sein, das sind eher auch Mafiosis. Zeit es anzugehen. Ja, Boss? Panik. Mein Zug.
Warte, ich hatte doch so einen Rundumschlag, oder nicht? Home Run! Oh mein Gott. Zeit, es anzugehen. Warum läuft der Kerl dahin? Ach so, weil er panisch ist. Es ist nichts Persönliches. Ja, Boss? Ich wollte gerade sagen, so einen großen schwarzen Mann kann man doch eigentlich nicht übersehen. Darüber werde ich einen Song schreiben. Schön, schön. Wer ist der Nächste? Mein Zug. Einfach perfekt, Baby. Zeit, es anzugehen. Bam, bam. Es ist nichts Persönliches. Alle Gegner sind tot. Du hast gesiegt. Aber es war ganz knapp. Aber dieser Home-Run-Schlag, der ist ja mal richtig böse. Ja, die Schrotflinte geht so von dem, also... Schönes Ding, oder Boss? Naja, passt schon. Jetzt habe ich erstmal genug dreckiges Geld. Um mich erstmal vernünftig hier aufzubauen. Einbrechen. So, eröffnen. Was mache ich denn hier? Verdient sauberes Geld, wenn es einen hohen Gefürchtigkeitswert hat. Genau, mach ich jetzt erstmal mich. Langweile mich nicht mit solchen Belanglosigkeiten. Ja, genau, Suppenküche. Ich weiß immer noch nicht, was ich da machen soll. Anwalt wäre nicht schlecht. Ja, ich glaube schon mit einem Anwalt.